So, ganz kurz einen Break gehabt, weil der Wecker ging mir dann doch auf die Eier im Hintergrund. Ich wusste nicht, ob man den im Mikrofon hören kann. Und da der Hund dann auch noch hier langsam unruhig wurde, weil er den Wecker natürlich besser hören kann als ich, sind wir dann letztendlich entschieden, okay, ich gehe dann nochmal zurück und mache das. So, was wollen wir als nächstes machen? Als nächstes würde ich sagen, werden wir unsere eigenen Häuschen bauen. Und zwar eher im Stil der Burgmauer. Obwohl, ich schaue mir mal hier das Konzept so ein bisschen an. Das ist ja eigentlich ganz cool gemacht insgesamt. Vor allem, weil ich dieses Objekt hier oben noch gar nicht kenne. Aber richtig cool wäre natürlich, wenn wir in die Burgmauer reinbauen könnten. So, ich gehe mal eben auf Edit. Weil das Schöne ist natürlich, man kann so geil alles duplizieren. Jetzt habe ich natürlich diesen Bodenring damit dupliziert. Vom Turm. Das war natürlich jetzt nicht geplant. So, Moment. Das duplizieren wir auch. Macht den Park so ein bisschen düster. Ich werde später noch andere Türme einsetzen. Aber erstmal wird das reichen. Upsala. Da zieht es ein bisschen. Moment. Es baut auch keine Mauern da hinten rein. Duplicate Selection, da ist noch irgendwas anderes drin. So. So, mit STRG-X mal eben den anderen Modus gemacht fürs Kopieren. Da wurde ich ja auch schon kritisiert in den Kommentaren, aber ist immer so. Weil jeder hat so seine eigene Vorstellung, wie soll denn letztendlich seine, ja, sagen wir, sein Palast aussehen. Und jeder kann ja sich frei entfalten in diesem Spiel. Weshalb das ja schon ganz cool ist. Ich weiß jetzt auch eigentlich, wie ich die Hecken viel schneller machen könnte. So, hatte ich nicht schon ein Darlehen hatte ich schon. Ich werde mal das Pay ein bisschen reduzieren von dem Darlehen. Das macht natürlich das insgesamt ein bisschen teurer, aber ich möchte halt mein gesamtes Geld. So, I'm not querying that long to go on Tassenkarussell. Ja. Mit dem Informationszentrum und dem Premium-Pass könntet ihr sofort da durchkommen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was machen wir als nächstes. Trackbuilding, das ist ein bisschen teuer noch. Genauso wie eigentlich alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass wir einen weiteren Ride im Moment aufbauen. Deshalb würde ich wahrscheinlich sogar empfehlen, für mich selbst, wie wäre es denn mal mit einer richtig schönen, fetten, zentralen Geschichte, wo wir unsere ganzen Foodstores hinsetzen. Also sowas wie einen, ja, kleinen Aufenthaltsort. So, das waren 6 Meter. Dann lass mich doch mal die richtige Straße auch wählen. Das kann aber ein bisschen dauern. Deshalb muss man sich leider ein bisschen gedulden. So, weitere Straßen.
Aber ich glaube, ich fange einfach mal an mit dem Custom Building, oder? Ich würde gerne mehrere Buildings kombinieren. Die Information werden wir vorne irgendwie in die Ecke noch bauen. Da werde ich dann irgendwie so ein Mini-Gebäude setzen, obwohl das passt gar nicht. Müssen wir schauen. Müssen wir nachher schauen. Wenn das Tastenkarussell sich dreht und dreht und dreht und dreht. So, den Anfang können ja die Fantastics Heads machen. Heads Fantastics. So, Custom Building. Ich brauche Mauern. Und zwar am besten aus dem Material. Wo haben wir es? Nicht Watt Pattern, Rouge Plaster, das waren die, okay. Sandstone war das. Moderner Stein, Strucco. Ne, das Strucco ist ja dieses weiße. Wo ist denn hier, Classic Bricks? Nein. Rich Till? Bin ich doof? Ach, Limestone nennt sich das, alles klar. So, dann haben wir nämlich zum Beispiel hier so eine Limestone-Wand, also beziehungsweise eine Mauer, die man so davor setzen kann. Die entsprechend meiner Mauer ist vom Park, wo die Leute wahrscheinlich immer noch, wow, Mauer, wow, cool. So, und damit wir im Stil bleiben erstmal, wird das so ein zentraler Turm, den wir hochziehen. Ich mache erstmal das Außengerüst, den filtern wir eben hier zu. Und jetzt überlege ich gerade, wir haben doch hier die Möglichkeit, auch eine Rundung zu bauen. Das müsstest du sein, nicht du, sondern du. So, die vier, weil ich werde auch vier Läden hier anbringen. So viel dazu. Shops and Facilities. Jetzt haben wir bei der einen Seite die Heads-Geschichte. Hier können wir dann sagen, okay, machen wir hier Beef. Tasty. Just a Momento. Keine Ahnung, was die verkaufen. Es wird toll sein. Immer noch keine Ahnung, was die verkaufen. Irgendwas Tolles. Nein, du sollst da nicht dran. Kann ich das irgendwie... Pass Supports? Reduzieren, beziehungsweise kann ich irgendwie verhindern, dass der die Verbindung da schon aufbaut? Kamera will follow. Ach so. Ach, krass. Das habe ich zwar alles verstellt, aber es wird schon werden. Sehr schön, englische Version. Wie auch immer ich das jetzt angemacht habe, dass der die, hier an der Seite dieses Geländer hat. Ring und Ground Pass, das war's, glaube ich. Verdammt.
Oh, ich hasse dich manchmal. Verdammte Straßentour, was nicht gerade bauen will. So, move wir dich mehr in die Mitte. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar normale Wege. Und am besten in der Breite, die wir auch benötigen. Sehr schön. Obwohl, so ganz mittig ist der jetzt auch wieder nicht. Dass die Achillesferse vom Spiel eigentlich das, hier, das Tool ist für die Wege bauen, hätte ich nie gedacht, dass ich das am Ende so denke. Verdammte Scheiße, das ist ja echt kacke. Duplikaten war es alles. So, als nächstes bitte. Das ist wieder die Sache. Der Filter ist jetzt hier ausgegangen. Genau. Wieder zum Limestone rüber. Jetzt brauchen wir eine Gerade. Wo ist die normale Mauer? Das ist, glaube ich, die kleine Mauer. Genau, die ist nur halb hoch. So, das ist die richtige. Tom, geh weg. Sehr schön. Der Pott. Ich weiß noch nicht, wie es am Ende aussehen wird, aber es wird bestimmt wundervoll aussehen. Weil ich weiß noch nicht, wie ich das Dach vervollständigen will. Ich kann natürlich jetzt so das Dach vervollständigen. Habe ich noch Alternativen? Mal die Grithöhe reduzieren. Sehr schön. So, den geraden Rand. Wo haben wir ihn? Ja, das ist nicht der richtige dafür. Also ich glaube, für den Rand gibt es gar keinen richtigen. Ich versuche mich gerade zu entsinnen, wo der sein könnte. Ich sehe nämlich keinen. Oh, er ist falsch eingeordnet im Moment noch im Spiel. Aber es gibt halt nur den, der ist ein bisschen zu hoch. Und geht ein bisschen zu weit nach vorne. Pui, was soll das? Also nochmal zurück auf Anfang.
Dann machen wir zuerst den Boden. So, da ist die kleine Tower Base. Das interessiert dich nicht. Das ist der Castle Column. Das er sollte der Ecke entsprechen. Aber nicht der. Ich muss mal die Filter ausschalten. Genau, da haben wir die Flat Roofs. Und das sollten die sein, die ich hier für den Tower benutze. Und nebenbei Vorspann und Pumpgeld. Obwohl Geld pumpen sieht vielleicht ein bisschen anders aus, weil so viel Geld machen wir jetzt auch nicht. So, dann machen wir noch eine Forschung für Thrill, beziehungsweise für was Aufregendes, um das durchzuziehen. Wieder Building, bitte hier den Editor für Building wieder anschmeißen. Wie heißen die denn? Curved Column. Und wenn ich jetzt mal nach Castle suche, den richtigen Namen wird es ja wohl haben. Das andere war der zu kleine Baustein. Weil das hier sind zum Beispiel die richtigen Stückchen. Wobei mir jetzt... Ne, der hier ist das. So, sehr schön. Dann haben wir schon mal so den Block von unserem Turm. Ich glaube, effektiv sind die alle auf der gleichen Höhe. Fliegkamera, flieg! Na, wenn ich jetzt irgendwas versuche, hier genau in die Mitte zu machen, kriege ich ein Problem. Was kriege ich nicht gesetzt? Außer den Turm, lustigerweise. Moment. Ich glaube, mit den normalen Steindingen wird das nix. Das sind auch hier so ein kleiner. Den brauche ich auch nicht. Ich brauche nochmal Curved, aber in kleiner. Oder? Nee. Das mache ich ganz anders. Nicht damit. Wir brauchen die normale Steinwand. So, sitzt der jetzt richtig auf? Pi mal Daumen. Jetzt ist es richtig. So, das sieht doof aus.
Schlitzfenster sind vielleicht auch doof für die höchste Etage. Beim ersten Stein ansetzen. So, langsam nimmt es Form an. Das wäre überdimensioniert. Window Castle, also so einen kleinen Turm dranhängen. Weiß nicht, das sieht doof aus. So eine kleine Pseudo-Eingangstür. Die macht es ja eigentlich immer ganz gut. Wenn es denn auch die richtige ist. Wie, meine Parkbewertung geht nicht weiter hoch. Nur böse Kack hier. So, die würde ich gerne an die Seite setzen. Halt ihr das bei Einhöhe oder bei zwei Steinhöhe? Zwei Steinhöhe. Wenn er meint, ich orientiere mich immer an den Abständen auf den Grafiken, zum Beispiel hier oben bei den Steinen. Und die Tür da unten verschwindet wieder. Oder kann ich die ein bisschen weiter rübersetzen? Ja, dann passt das auch wieder. So, Foodbanner, nein. Gibt es denn hier, genau hier, Shop Signs. Was haben wir hier vorne? Haben wir den Hutshop? Da werden wir bestimmt unter Head irgendwas finden, oder? Schön ist auch, dann können wir es hier oben ein bisschen besser orientieren, was die Mitte ist. Hier unten haben wir Burger. Just, was auch immer das ist. Just a Momento. Vielleicht kannst du... Und das Milk-Ding. Shake. Co. Ah. Vielleicht kannst du da wirklich einen Moment kaufen. Jetzt gibt es solche Sachen, wie nennen sich die, und zwar so zum Unterstellen vorne. Du kannst ja eigentlich, das wären Dekorationen für die Fenster, die müssen wir jetzt irgendwie auch nochmal ausrichten, weil es das, Rohre, da können wir Lampen dran machen, das ist nochmal was ganz anderes, ein Balkon, der eigentlich nicht unnötig ist. Aber trotzdem hübsch aussehen könnte. Ein Geländer. Na komm.
Oh, ich bin nicht in der Gebäudeeditierung gerade drin. Das finde ich ganz manchmal echt kritisch, weil du fliegst halt aus dieser Gebäudeeditierung raus, wenn du etwas baust, was nicht direkt am Gebäude dran ist. Also, das ist so ein bisschen irritierend. Jetzt zum Beispiel wieder. Das Grid kann ich zum Beispiel nicht da reinziehen. Oder habe ich vergessen, unten das anzugeben, dass ich den Rail da reinziehen will, beziehungsweise der ist Add to Building, aber es muss halt an dem Gebäude dran kleben, sonst funktioniert das nicht. Alternativ könnte man natürlich jetzt Platten hier drunter legen, um das ja pseudomäßig zu vergrößern, das Gebäude. Aber müssen wir gleich halt die Umgebung ein bisschen verändern. So, so viel dazu erstmal. Was wir jetzt vielleicht auch machen sollten, ist vielleicht mal die alten Läden abreißen. Zum einen bringt das wieder ein bisschen Geld ein, zum anderen haben wir dann die Läden nicht doppelt hier stehen. Weil warum soll ich denn zweimal einen Co-Mail-Shake haben, wenn wir den da hinten eh nochmal aufgebaut haben? Ih, hier ist ja alles dreckig. Ich brauche mehr Putzkräfte. Da hat sich eine Krone gekauft. Aber das richtige Problem ist eigentlich, wir haben keine Mülleimer, wir haben keine Möglichkeit zu sitzen. Da hat sie sich gerade auch schon beschwert. Ich habe noch nie nach einer Sitzfähigkeit gesucht. Eine Bank ist keine Bank. Also die Leute sollten ja auch eine Möglichkeit haben, sich hinzusetzen. Wo rennt der denn hin? Da Sitzplätze! Schnell hin! Das verwundert mich auch noch ein bisschen, dass ich da vor und dahinter setzen kann bei der Straße und ich weiß nicht, wann sie damit richtig interagieren können. Ich hoffe, in beiden Fällen. So, da hat der Hausmeister wenigstens aber was zu tun. Und das hier scheint noch ein Fehler zu sein mit dem... Normalerweise setzt sich so ein Mülleimer direkt an eine Bank ran, vernünftig. Und hier klappt das nicht so richtig. Das muss wohl auch noch korrigiert werden bis zur finalen Version. Und meine Kamera hat sich irgendwie ganz schlimm verstellt. So, Kamera, Present Simple, ich benutze mal die komplizierte Kamera. Aber ich kann nur beim Aufbauen das Ding mehrfach kopieren. Doof. Das bedeutet für mich, ich benutze ja schon mal auf keinen Fall eine Hecke. Ach, dann gucken wir mal in den Deko. Ach, hier.
Das meinte ich übrigens mit, es gibt auch dieses, wo man sich unterstellen kann. Evening. Evening. So, damit kann ich leben. Just Momento, Looney Bloons, Cosmic Cow. Das ist der Chief Beef. Just a Momento. Und Cosmic Milkshakes. Dum 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 dum. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hier brauche, aber ich glaube, jetzt können wir mal in die Szenerie rübergehen und wirklich anfangen, hier vorne ein bisschen den Aufbau zu machen, beziehungsweise alles ein bisschen schöner. Natur macht eh alles besser. Von der Optik. Dann gibt es ein bisschen Sachen, die kreuchen und fleuchen. Upsala, eins zurück. Ja, das ist ein bisschen sehr groß. Yeah, hier gibt's Hüte. Schnell alle hin. Mir sind so ein paar Tricks übrigens der Entwickler schon aufgefallen, wie zum Beispiel die Massen der Leute hinkriegen. Und zwar, indem die einfach Gruppen losschicken. Dann gelten nämlich 4 Personen in einer Gruppe als ein Agent, sagen wir mal. Ich sage jetzt Agent, weil ich so ein SimCity-Spieler bin von früher, der sich das Elend angetan hat von der Neuauflage. Und da haben die auch mit Agenten gearbeitet. Das soll jetzt kein negativer Kritikpunkt sein. Weil hier scheint das mit diesen Gruppierungen ganz gut zu funktionieren. Bei SimCity hat das damals ja überhaupt nicht funktioniert. Die Bonis anzupassen, beziehungsweise zu sagen, ja, wir sagen einfach nicht mehr, dass das einzelne Sims sind mit eigenen Bedürfnissen, sondern das sind halt irgendwo Agenten, die dann überall rumrennen, wie die Bekloppten. Ja, und dann hattest du den Salat am Ende. Oh, lustigerweise gehört das alles immer noch zum Gebäude, was ich gerade mache. Was nicht verkehrt ist. Da muss ich das nämlich, wenn ich das mal abspeichere, nicht alles nochmal machen. So, aber das leider nicht. Und das finde ich ist ein Problem, dass ich halt diese Szenerie und Building-Geschichte, dass das wirklich komplett getrennt ist voneinander, das finde ich halt nicht so geil. Also überwiegend getrennt ist voneinander und du nicht sagen kannst, okay, jetzt sagen wir, zum Gebäude gehört alles, was in diesem Bereich ist, in diesem Grid, weil sieht man ja auch auf dem Boden immer wieder. Und solange ich in diesem Bereich bleibe, ist alles cool. Wenn ich daraus rausgehe, dann muss ich mir halt was einfallen lassen, wie ich das noch so gesehen verkaufen kann. Warum das jetzt dann noch zum Gebäude gehören soll. Ey, du Sauhund, ich will das duplizieren. Ach, ich drück die falsche Taste. Ist noch früh.
lustigerweise, ach, keine Ahnung, warum ich die Hecke jetzt wieder einzeln setzen muss und die nicht mehrfach markieren darf, um die dann zu setzen. Ich glaube, das hat wieder eine Sache damit zu tun, dass ich nicht im Building Tool letztendlich bin. Aber es wird einfach wunderschön am Ende. Es wird einfach wunderschön. Und wenn es schräg ist, dann liegt das nicht an mir, sondern es liegt daran, dass das Straßentool die Straße schräg gebaut hat. Weil ist so. Wer was anderes behauptet, der lügt. Verdammt! Verdammte Hecke! Was fällt dir wieder ein? Dich zu schräg zu platzieren. Und habt ihr bis jetzt gesehen, dass sich irgendeiner mal auf den Stuhl gesetzt hat? Nee, ne? Finde mich gerade auch schon wieder ein bisschen irritierend. So. Da drehen die Herrschaften bei. Wie sieht das aus? Parkmanagement 1600 minus. Rides and Tickets hat ein bisschen Geld gebracht. Wie war es hier mit der Forschung? Okay, die ist fast fertig. Ein Shopbrand. Track Ride. Free Spinning. Da sind die monatlichen Kosten einfach so hoch. Dum, 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 dum. Der Proof, der mag das Basteln. Das Basteln mag der Proof. Und wenn er nichts zu basteln hat, dann bastelt er was anderes. So, das ist jetzt ein bisschen schräg, das passt schon. Ja, Pi mal Daumen ist das doch schon ganz schön geworden. Jetzt werden wir nur noch das Terrain ein bisschen einfärben. Was mir auch ein bisschen fehlt, ist, dass die Dekoration da kacke ist. Licht. Es schreckt doch nicht so einen armen Gamer wie mich.
Was? Mein Parkrating hat abgenommen? Das kann gar nicht sein. Hallo? Schau dich mal an, was das hier für ein schönes Teil geworden ist. Jetzt kann ich mein Parkrating ab... beziehungsweise runtergehen. So, neue Forschung. Der Kickflip. Dadurch kriegen wir auch neue Forschung freigeschaltet. Beziehungsweise wir können jetzt noch theoretisch noch mal was anderes forschen, was wir uns dann eh nicht leisten können. Deshalb verwurste ich weiter noch die Szenerie ein bisschen. Ach, das ist alles zu schön. Verdammte Scheiße, ist das schön. Kein Kran, bitte. Ach doch, da vorne setzen sich ja doch Leute hin. Ach, Dogbot Food? Interessant. Was ist das denn? Energiegenerator? Das ist nicht der Energiegenerator, den ihr sucht. Ich glaube, der Dogbot ist ein bisschen inspiriert von Star Wars. Clockwork Tower. Ach, krasser Scheiß. Ja, dafür muss ich auch später was bauen. Der Parkplaner würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, die Bäume sind ja doof, weil dann sieht man ja gar nicht, wo man hin muss. Ich sag aber, scheiß drauf, sieht doch ganz nett aus. Brav gemacht, Proof. Hier gibt's Hüte, Wurst, Burger, Milchshake und Momente für die ganze Familie.